kommst du nicht. Hi, sorry, bei mir hat gar nicht geklappt irgendwie. Kein Problem. Manchmal hat Discord so einen kleinen Bug. Ja, Ja, okay. wir kommen auf das Stage. Und hallo für dich auch an den Twitch-Chat. Wir sind nämlich live. Das bedeutet, das wird aufgezeichnet. Und das bedeutet, wir würden auch rein theoretisch das Gespräch anschließend auf YouTube hochladen. Bist du damit einverstanden? Ja. Super. Dann, wie sieht's aus bei dir? Bist du schon vegan? Nee, tatsächlich nicht. Wieso nicht? Also, ich habe manchmal einfach Lust auf sowas zu essen und ich esse nicht bei Fastfood-Ketten oder so, wo die Tiere leiden, sondern ich esse lieber irgendwo, wo die Tiere halt wirklich ein schönes Leben hatten einfach. Wo die Tiere ein schönes Leben hatten. Weißt du denn, dass die Tiere viel, viel, viel früher sterben, als sie eigentlich könnten? So eine Kuh, ein Schaf, Huhn, Ja, etc. sonst schmecken die ja nicht mehr gut. Genau. Das ist der Grund, warum man die früher tötet, weil die sonst nicht mehr gut schmecken würden. Altes Fleisch schmeckt denen nicht und deswegen macht man das unter anderem natürlich auch, weil wenn du dir mal so eine Kuh anschaust, die können so ungefähr 20, 25 Jahre leben. Wenn du die so lange halten würdest, da kommt ja ganz viel Geld rein. Die muss gefüttert werden, die muss gehalten werden, die trinkt unglaublich viel. Das lohnt sich gar nicht. Deswegen züchtet man die schnell hoch. Man züchtet die qualvoll hoch und mästet die und tötet die dann. Heißt also, wirklich leben kann man das nicht nennen. Vor allem nicht, wenn der einzige Grund, dass du überhaupt auf die Welt gekommen bist, der ist, damit man dich irgendwann halt töten kann, oder? Ja, okay. Ich bin aber eigentlich noch wegen einer Frage hergekommen. Kann ich die vielleicht stellen? Ausnahmsweise. Also ihr sagt ja quasi, dass man so zwischen Tieren nicht unterscheiden darf und dass die alle gleich viel wert sind. Aber heißt es dann quasi auch, dass zum Beispiel so ein kleiner Käfer, dass sein Leben genau denselben Wert hat wie das Leben von einem Elefanten zum Beispiel? Ich weiß nicht genau, wer das gesagt hat. Ich habe so eine Weil Aussage. das ist doch das mit dem Speziesismus, was dann immer. Nee, das, was mit dem Speziesismus gemeint ist, ist eine ganz andere Geschichte. Und zwar, dass nur weil sie nicht die gleiche Spezies haben wie wir, dass wir das mit ihnen machen, was wir machen. Eben sie halt Ah, sorry, dann habe ich den falschen Begriff verwendet. ist nicht Aber schlimm, aber das, was du meinst, war das, was du meinst, hättest du darauf bezogen, wegen der Fliege, beziehungsweise mit dem Käfer und mit dem Elefanten. Das Wort, was du vielleicht suchst, ist vergleichen oder Ja. gleichsetzen. Ein Käfer ist kein Elefant, aber ist natürlich trotzdem ein Lebewesen. Und wir sagen nicht, der Käfer und der Elefant, die sind gleich viel wert. Und deswegen, ne, der ist genauso viel wert wie der. Das ist nicht die Aussage hinterm Veganismus. Die Aussage hinterm Veganismus ist, dass das Leben selbst wertvoll ist und man versuchen sollte, damit respektvoll umzugehen. Und dass jedes Leben lebenswert ist. Und prinzipiell würde Aber ich von mir aus sagen, dass man das Leben selbst nicht aufwiegen kann. Aber es ist natürlich klar, dass wenn eine Fliege vom Zug erfasst wird oder Sabrina vom Zug erfasst wird und ich das abwägen kann, dass ich dann nicht sage, oh nein, oh nein, nein, das ist klar, dass ich Sabrina rette. So, ne? Weil nicht, weil der Käfer mir scheißegal ist, sondern weil Sabrina auch ein bisschen mehr Gehirnleistung hat als ein Käfer. ich wollte gerade sagen, ich sag nichts Falsches. Nicht, dass du die Leute verwirrst. Genau. Also du sagst jetzt, weil der Käfer weniger Gehirnleistung hat,
als Caesar, dann würdest du eher sie retten. Ja, mal abgesehen davon, dass sie meine in Anführungsstrichen Schwester ist, habe ich dann nochmal eine ganz große emotionale Exponente. Mal abgesehen davon, dass es ein Extremszenario ist, kann ich ja sowieso nicht ganz moralisch klar denken. Und dann haben wir natürlich auch noch den Punkt, wie lange wird der Käfer leben? Der Käfer wird keine, hoffentlich 90 Jahre, beziehungsweise ungefähr 80. Sabrina aber schon. Was kann Sabrina bewegen? Was kann der Käfer bewegen? Sabrina wird sehr viele Menschen dazu bewegen können, vegan zu werden. Sie wird sehr viel positiven Einfluss auf die Menschen haben können und sehr viel Gutes tun können. Und das sind deswegen sehr viele Einflüsse, die damit einfließen, die der Käfer halt nicht machen kann, weil es ein Käfer ist. Aber der Käfer ist nicht weniger wert. Nur weil er ein Käfer ist. Ja, aber du stellst ihn ja gerade quasi unter die, also unter Caesar. Also dann würde ich ja auch sagen, quasi könnte man halt den Käfer essen, weil du ja selbst sagst, er ist quasi weniger, also Caesar ist dir wichtiger. Wahrscheinlich halt auch unter anderem, weil sie halt ein Mensch ist. Wenn wir das sind ja wir wieder beim Speziesismus. Das heißt quasi, man sollte halt Menschen einfach nicht essen, weil viele Menschen dazu emotionale Bindungen haben und so. Und andere Tiere kann man halt essen, weil einer, oder außer es ist halt ein Haustier. Das ist der Speziesismus. Das ist das Sagen, das ist nicht die gleiche Spezies und deswegen können wir mit denen machen, was wir wollen. Das ist aber nicht richtig. Ja, nur weil sie eine andere Spezies sind, heißt das nicht, dass wir mit ihnen machen können, was wir wollen und dass wir sie weniger wertschätzen. Wenn es heißen würde, entweder du isst Sabrina oder den Käfer, dann entscheidest du dich natürlich für den Käfer, weil der Käfer unter anderem auch weniger Leid empfinden würde, weil der Käfer wahrscheinlich morgen sowieso sterben würde, weil es ein Eintagskäfer ist und Sabrina hätte noch 80 Jahre vor sich. So. Wenn du jetzt 1 Million Hundebabys vor dir hättest und Sabrina, dann wägt man vielleicht nochmal ein bisschen anders ab. Oder sagen wir 1 Million Katzenbabys. Du rückst gerade nicht im selben Raum. Ja, so ist das. Im Nachhinein, das, was du vermeiden kannst, solltest du vermeiden. Da, wo Tierleid entsteht, kannst du dich einfach weg von drehen und nicht aktiv dafür sorgen, dass es produziert wird. Ist schon mal gut, dass du nicht nach McDonald's gehst oder andere in Fastfood-Ketten. Das Problem ist, dass nicht nur in Fastfood-Ketten diese Massentierhaltung ist, sondern auch in sehr vielen anderen Produkten, die im Supermarkt verkauft werden. 96%, also 96, ne, muss man kein Mathe-Genie sein, um zu wissen, dass so gut wie genau überall, wo was Tierisches drin ist. Ne? In sehr vielen Chips ist Milch drin, in sehr vielen Weizenprodukten, Muffins, Donuts oder was auch immer für Sachen, sind unglaublich viele Sachen drin, von Milch und Ei. Überall findest du irgendwas Tierisches drin. Und dementsprechend ist da auch wieder die Unterstützung der Massentierhaltung. Was wir im Veganismus machen, ist aber nicht sagen, es ist die Massentierhaltung, von der halten wir uns fern. Du kannst ja aber zum Biobauern gehen. Denn es ist nicht wichtig, wie viel Leid du vermeidest. Es ist wichtig, dass du Leid vermeidest. Wenn du 100%, im besten Falle, ne, wie praktikabel möglich, wenn du 100% Leid vermeiden kannst, dann solltest du nicht sagen, okay, die 20% gehe ich und die anderen halt nicht. Wir sagen nicht, da leiden die weniger, deswegen kann man das ja da machen. Wir sagen, die leiden dort und die leiden dort und deswegen machen wir all das nicht. Okay. Also ich habe dann noch quasi eine Frage, weil wenn ich jetzt zum Beispiel vegan esse fürs, sagen wir mal, einen Salat, ja, der muss ja dann meistens auch gespritzt werden oder so und dann werden halt wahrscheinlich auch Käfer irgendwie daran sterben, dass sie halt, also weil sie eben nicht, dass, weil dieser Salat geschützt wird quasi, dass ich ihn dann essen kann und sagen kann, ich bin vegan. Aber dann sterben halt wahrscheinlich mehr Käfer insgesamt für diesen einen kleinen Salat, als ein Tier halt für ganz viele Mehler von anderen Leuten, wie zum Beispiel eine Kuh oder so. Weil von so einer Kuh kann man halt verdammt viele Leute ernähren. Dieser Käfer, der steht komplett unnötig einfach weg dann. Wenn du bedenkst,
Das wirst du nicht wissen, aber eine Kuh kann bis zu 50 Kilogramm, also eine Kuh frisst auch bis zu 50 Kilogramm Pflanzen am Tag und trinkt ungefähr 100 bis 120 Liter Wasser am Tag. Wenn du überlegst, wie lange so eine Kuh am Leben ist, bevor sie geschlachtet wird, heißt also bevor sie getötet wird, jeden einzelnen Tag eine Kuh 50 Kilogramm, 120 Liter, das dann hochsummieren auf einen Monat, das dann hochsummieren auf ungefähr 2 Jahre, sagen wir mal ein Jahr, um es einfacher zu halten, und das summierst du dann auf alle Kühe, die es gibt. Es gibt ja nicht nur eine Kuh auf der Welt, es gibt ja, keine Ahnung, wie viele Kühe gestorben sind. Ich glaube, 200.000 oder so sterben im Monat oder waren es im Jahr. Und dann hast du auch noch die ganzen Hühner. Das ganze Futter, was du da reinschmeißt, das kannst du alles für die Menschen benutzen. Und wenn es dir wichtig ist, wenn es dir so wichtig ist, dass du nicht irgendwo irgendein Tier hast, was getötet wird während der Ernte, das Beste, was du machen kannst, ist dann einfach selber anpflanzen und dich einfach selbst zu versorgen. Jetzt bist du natürlich ein kleines Puppy, heißt also, das funktioniert schon mal nicht. Aber sich rein pflanzlich zu ernähren, ist auf jeden Fall schon mal der Weg, um dem größten Leid aus dem Weg zu gehen. Im Nachhinein funktioniert es nicht hundertprozentig, es wird immer jemand sterben, aber deine Intention beim Kauf einer Tomate ist nicht, ich hoffe, da ist ein Hase dabei gewesen, der auch gestorben ist, sondern deine Intention ist, ich möchte eine Tomate kaufen und nicht, ich will die Tomate kaufen und da ist vorher ein Tier drüber gestorben. Ja, genau. Ich wollte nämlich noch, also ich war letztens auf so einer Besichtigung auf einem Bauernhof. Mhm. Und die hatten auf ihrer Webseite so Bilder von glücklichen Kühen auf einer Wiese, ne? Mhm. Und die waren dann alle so eingekastelt in so einem kleinen Stallgebiet, wo die mies in der Scheiße gelaufen sind, in ihrer eigenen Scheiße. Da waren nur so Roboter. Und diese Kälbchen waren in einem komplett anderen Trakt, wo sie meistens schon direkt am Anfang abgeschlachtet wurden. Also, ich finde das echt, ich habe das gar nicht so erwartet, dass sie das so brutal machen auf so Bauernhöfen und so auch. Weil, ich weiß nicht, irgendwie, ich hatte immer so ein Bild von Bauernhöfen, dass sie so super toll sind, aber seitdem habe ich auch weniger Steak gegessen. Einfach, weil ich gesehen habe, wie schlimm es diesen Kühen da eigentlich geht und wie viel die durchmachen müssen dann. Und das Einzige, was ich jetzt noch so Fleisch esse, ist dann einerseits von einem Bauern, wo ich wirklich, oder wo auch meine Eltern wissen, dass es halt gut ist, dass die da, sagen wir mal, Kühe haben mit sehr viel Auslauf und allem. Und ich esse auch sonst eigentlich kaum noch irgendwie Fleisch. Aber ich finde, so Produkte wie Milch oder so kann man auch von verifizierten Quellen mit glücklichen Kühen. Weil deswegen, dann würde ich nur vegetarisch werden, nicht vegan. Weil auch Eier, die legt ein Huhn einfach. Und dafür muss ich keinen Huhn töten. Dafür schenke ich dem Huhn Leben. Aber ich sag auch, das ist dann nur wieder okay, wenn das Huhn ein schönes Leben hat. Dann hat das Huhn auch kein schönes Leben, um zu sterben. Dann hat das Huhn ein schönes Leben, um Eier für uns zu legen. Dann tun wir was Gutes, wir schenken dem Huhn Leben. Und wir nehmen im Gegenzug dafür einfach nur ein paar Eier von ihm. Wie alt genau bist du? 13. Hast du schon Biologie in der Schule? Du klingst jetzt wie ein Junge. Heißt also, du wirst von Mädchen nicht so viel Ahnung haben, oder? Doch, schon. So ein bisschen. Weißt du denn, wie Babys entstehen? Ja. Die kommen halt nicht mit dem Storch, ne? So, und du ja, ich bin nicht blöd, ja. Okay. Ich weiß ja nicht, wie weit man schon in der Schule da so ist. Meine ich Zeit bin 13 Jahre, 7. Klasse auf dem Gymnasium, ja. Ich bin darüber informiert. Okay, und du weißt ja auch, was mit der Pubertät und mit den Mädchen passiert, ne? So das große Thema Periode und Menstruation. Ja. Das sind Hühnereier. Wie, hä? Das sind Hühnereier, die Menstruation. Das, was da ausgeschieden wird von dem Huhn, ist nicht einfach irgendwas zum Essen, wie von einem Baum ein Apfel, der darunter fällt, sondern das, was da ausgeschieden wird, ist ein unbefruchtetes Ei. Ein unbefruchtetes Ei heißt also quasi die Eizelle, die nur keinen Samen bekommen hat. Heißt also, Mama, Papa schlafen miteinander und was bei Papa
Das Spermium kommt bei der Mama, Eizelle, ja, ja. Wusch, das Wunder geschieht. Und in dem Fall hast du halt überall Legehennen, die einen ganz entzündeten Popo haben, wo es die ganze Zeit rausblutet, wo die ganze Zeit Eiter rausläuft, weil sie nämlich viel mehr Eier legen sollen, als sie eigentlich können. Eigentlich legen die so ungefähr, sagen wir mal so 20 Eier. Diese Hühner legen 300 Eier. Die haben, ne, du kennst da bestimmt einen Huhn schon mal irgendwo gesehen, die haben eigentlich ein Gefieder, ja. Die haben gar kein Gefieder, die sehen nicht einmal die Sonne, die sehen nicht einmal Gras, die wissen überhaupt gar nicht, was das ist. Einzige, was sie sehen, ist, das Huhn neben sich, weil die auf engstem Raum zusammen sind und das, was sie ausscheiden, ist nichts anderes als dieses... Aber das ist ja der Extremfall. Es gibt ja auch... Das ist der normale Fall. Ja, aber es gibt ja dafür extra diese Nummern auf den Eiern. Und ja, um nachzugucken, ob irgendwo, um nachzugucken, ob irgendwo einen Huhn vielleicht aus irgendeiner Entnahme von dieser Sorte krank gewesen ist oder ähnliches, aber nicht, um nachzuweisen, dass sie glücklich sind. Das Einzige, was glücklich ist, ist, wenn sie schnell sterben. Und diese Legehennen sterben dann ungefähr nach einem Jahr, um 1 bis 2 Jahre. Und die sterben nicht, weil das der ihre Lebensdauer ist. Die sterben, weil die keine Kraft mehr haben. Das heißt also, da wird einfach kein Hahn hinzugepackt und dementsprechend sind es einfach nur Eizellen, die sie auswerfen, ihre kleinen Körper, schaffen das irgendwann nicht und dann brechen die halt irgendwann zusammen. So, und dafür sind die dann da. Und ich weiß gar nicht, ob ich das Thema mit der Milch so weit aufmachen möchte, aber du weißt ja, was Milch ist, ne? Das, was da bei dem Euter... Ja, klar, zur Ernährung von Babys. Genau. Was meinst du denn, wo die Babys sind? Meinst du, die bekommen das ab? Da sind keine Babys mehr. Das Einzige, was man macht, ist, man nimmt die Mamas und man sorgt gewaltsam dafür, dass da Babys rauskommen, damit sie eben Milch produzieren. Und dann darf das Baby nicht die Milch nehmen, weil die soll ja verkauft werden. Du willst damit ja Geld verdienen. Heißt also, die nehmen das Baby einfach weg. Und entweder wird das Baby sofort getötet, dann kommt die gute Kalbsleberwurst dabei raus oder es wird hochgezüchtet, heißt also, es wird gemästet, damit es groß und fett wird, wird dann geschlachtet. Oder wenn es ein Mädchen ist, ist es halt quasi im Nachbarstall der Mutter, heißt also, sobald die geschlechtsreif ist, sobald die in der Pubertät ist, wird die ebenfalls sehr gewaltvoll besamt, damit die Babys machen kann und damit die dann auch nur wieder ihr Baby weggenommen bekommt und damit man der ihr die Milch klauen kann. Und die wissen, was da passiert. Die sind ja nicht dumm. Also die haben genauso ein Empfinden wie zu ihren Babys, wie du zu deiner Mom, wie du zu deinem Dad. Und das tut denen... im Herzen weh. Das sieht man auch, wenn die Babys weggenommen werden. Die Mütter rennen meistens hinterher, weil die haben da so einen Extra-Stall, wo die Mütter hingepackt werden, auch wieder Meter hoch im eigenen Stuhlgang. Ne? Die Kacke liegt da oben auf dem Boden. Die haben überall Verletzungen. Die Euter entzünden sich die ganze Zeit. Und normalerweise bei der Kuh siehst du das Euter gar nicht. Ne? Normalerweise ist das immer ziemlich stark in Anführungsstrichen versteckt am Bauch. Weiter hinten im Unterleib. Ah ja, stimmt, das habe ich auch mal im echten Leben gesehen. Und da das sieht so ekelhaft aus. Genau, und warum? Weil umso größer der ist, umso mehr Milch wird produziert. Heißt also, das Gewicht ist schlimm, die emotionale Problematik dahinter ist schlimm. Heißt also, wenn du vegetarisch werden möchtest, weil du nicht möchtest, dass ein Tier für dich stirbt, denk nicht, dass für dich die Tiere nicht sterben. Sie werden sterben, es werden die Kinder sterben. Und es werden sie anschließend sowieso sterben. Du zögerst das Leid nur hinaus. Eine Kuh, die hochgezüchtet wird, damit man die schlachten kann, stirbt nach ein paar Monaten. Eine Kuh, die du hältst, damit du die Milch klauen kannst, die stirbt nach 2 Jahren. Oder vielleicht sogar, bei den Kühen war es sogar meistens sogar 5 Jahre. Würdest du gerne 5 Jahre angekettet irgendwo sein? Man nimmt dir die ganze Zeit deine Kinder weg und das alles nur, weil jemand sagt, ich möchte Milch trinken. Und zwar Muttermilch, Kuhmuttermilch. Du bist dann auch sehr jung, aber du bist schon lange nicht mehr. Du bist schon lange nicht mehr in einem Alter, in dem man Milch trinken muss. Mal abgesehen davon ist die einzige Milch, die du zu dir nehmen solltest, wenn dann überhaupt die Milch von deiner Mom, die dafür ja extra nur produziert worden ist. Und es gibt so viele Möglichkeiten,
Von Ei-Alternativen, Milch-Alternativen, es gibt veganes Bacon, es gibt veganes Schnitzel, es gibt veganes Chicken Nugget, es gibt so viele Sachen. In der Zeit, in der wir jetzt leben, ist es sehr einfach, sich rein pflanzlich Aber zu ich esse so ernähren. Zeug ja auch wegen Proteinen. Es geht mir auch, Dann weil. bist du mit Pflanzen noch besser drin, weil es gibt keine bessere Proteinquelle als eben Pflanzen. Zudem haben die auch sehr viele wichtige Ballaststoffe, die sehr wichtig für deinen Darm sind und für deine Gesundheit. Genau, deswegen, ich esse eigentlich auch zu jedem Essen irgendwie Pflanzen dazu oder so. Aber ich trinke auch nicht Milch wirklich, weil sie mir schmeckt, sondern halt, weil da Sachen drin, die Babys schon bekommen, dass sie schnell größer Ja, werden können, aber die dann müsste es Kälber. ja eigentlich bei mir auch wirken, quasi irgendwie, dass ich halt besseren Muskelaufbau habe oder irgendwas. Nee, da ist nichts anderes drin. Also, ich sage jetzt nicht, dass da nur ungesundes Zeug drin ist. Ne? Klar, da ist auch Kalzium drin, aber du könntest genauso gut das Kalzium eben aus den Pflanzen bekommen, beziehungsweise die eben eine Hafermilch nehmen oder eine Soja oder eine Mandel oder einen Reis oder eine Haselnuss, Walnuss, Pistazienmilch nehmen. Da ist dann sauberes Kalzium drin. Wie ich es dir schon gesagt habe und wie du es selber schon gesehen hast, diese Euter, die so riesengroß sind, die entzünden sich die ganze Zeit. Und du weißt ja bestimmt, was passiert, wenn du irgendwo am Körper eine Entzündung hast, eine Wunde hast, die sich entzündet. Dann gibt es Euter. Und es ist in Deutschland erlaubt, bis zu 400.000 Euterzellen im Milliliter Milch zu haben. 400.000 Eiterzellen in einem Milliliter in Deutschland. Bei uns ist erlaubt. In Amerika sind es übrigens 700.000, also die Grenze bei der Million. Und das ist vollkommen in Ordnung. Heißt also, in dieser Milch ist nicht nur, das ist nicht nur tolles Zeug, wovon man wächst und groß und stark wird. Das ist auch Zeug, da sind sehr viele Hormone drin. Eben das Hormon, was du eben nicht benötigst. Also ist sehr viel. Sehr viele Histamine drin, die für Entzündungen sorgen. Und der wichtigste Punkt, sind halt auch Babykälber drin, ne? Östrogene. Tot. Östrogene. Ja, sage ich ja. Hormone. War das nicht? Ja, Ja. Hormone. Dementsprechend, ja, brauchst du nicht. Du bist kein Kalb. Du kennst ja bestimmt das Wort Laktoseintoleranz. Ich kann keine Milch trinken, wenn ich Ja, Milch. klar, das Ja. war ja eigentlich mal, also es haben wir Menschen uns ja quasi selbst abgewöhnt, das Laktoseintolerant sein, wenn man es so nennen kann. Das Also ist ja eigentlich, dass man halt irgendwann keine Muttermilch mehr annehmen kann. genau, und der Grund, warum sehr viele Menschen keine Kuhmilch vertragen, ist nicht der, weil irgendwas nicht mit in Ordnung ist. Es ist der Grund, weil es halt keine Kuh. Warum solltest du, würdest du auch Rattenmilch trinken? Würdest du auch Katzenmilch trinken? Würdest du auch Hundemilch trinken? Nimm dir irgendein Säugetier, und wir sind ja auch Säugetiere, nimm dir Kommt irgendein. auf den Geschmack an. Sei ehrlich, du willst doch jetzt nicht an irgendeine Ratte rangehen und der an der Zitze nuckeln. Und du willst jetzt auch Ich nicht zu nuckel auch deinem. bei der Kuh nicht an der Zitze, weil ich mir dann irgendwie schwul vorkommen würde. Aber ich würde das halt abpumpen dann in dem Fall einfach. Also ja, ich glaube, ich würde das Ganze schon eigentlich mal trinken. Ich habe auch schon Pferdemilch probiert, auch wenn das jetzt auch nicht so mein Favorite war und Ziegenmilch, aber. Ich meine, ich glaube, da ist kein so großer Unterschied mehr. Prinzipiell ist da kein Unterschied, weil es nichts anderes ist als Muttermilch von einem Tier, was gemacht worden ist für ihr Kind. Für Ja, ihr genau. Kind, nicht für andere Ja, Kinder. das ist halt das große Problem, klar. Genau, heißt also, Also irgendwie. trinkst du Milch, sterben davon andere Kinder. Bist du mitverantwortlich dafür, dass es in deinem Namen auch gemacht wird, um das mal ein bisschen weiter wegzunehmen von dir. Aber prinzipiell, wenn du nicht vegan bist, bist du dafür verantwortlich, dass andere leiden. Weil es schmeckt. Ich werde immer dafür verantwortlich sein, dass irgendjemand leidet. Aber da kannst du es Homo aktiv. sapiens, die schlauste Spezies auf Planet Erde. Wir liegen ganz oben an der Nahrungskette. Es ist halt einfach so. Ja, weil wir müssen ja nur, weil wir da ganz oben sind, deswegen nicht den Baba raushängen lassen und alles töten und versklaven, nur weil wir es können. Wenn wir das machen könnten, ich bin stärker als du, denkst du, du hast eine Chance gegen mich? Nee, hast du nicht. Nutze ich deswegen meine Stärke gegen dich überaus oder bin ich eher jemand, der sagt, ich beschütze dich, weil du bist schwächer als ich? So.
Das mache ich nicht, ja, weil du meine halt Spezies. Beide Homo sapiens sind. Das mache ich nicht, weil Menschen. Das mache ich nicht, weil wir die gleiche Spezies haben. Das würde ich auch machen, wenn du ein Hundebaby wärst. Das würde ich auch machen, wenn du ein Katzenbaby wärst. Das würde ich auch machen, wenn du, was weiß ich, für ein Hundebaby, Tierbaby wärst. Das mache ich einfach, weil es richtig ist. Es ist nicht richtig, jemandem weh zu tun. Jemandem weh zu tun ist nicht richtig. Das ist die erste Lektion, die Eltern einem eigentlich beibringen. Hast du Haustiere? Nee, aber meine Oma, die hatten viele. Hatten viele? Hast du die auch gesehen oder wusstest du, dass sie welche haben? Nein, also ich war jetzt wieder heute bei der, also sie hatte mal einen Hasen noch, den habe ich so, ich glaube, bis ich 7 war oder so. Dann ist der gestorben und sie hat noch einen Hund und eine Katze, aber der Hund, das ist jetzt halt alles so, die sind beide von 2000, ich glaube 2004 geboren. Also der Hund sieht jetzt schon nichts mehr und hört nichts mehr, aber er ist halt noch fit ansonsten und riecht noch, deswegen gleicht es das aus. Und die Katze ist so süß wie immer, ich mag die. Würde es denen doch bestimmt nicht wehtun, oder? Nein. Der nächste Punkt im Speziesismus. Die einen knuddeln wir und die anderen schicken wir zum Metzger, auf gut Deutsch, ne? Obwohl die gleich aber sind. Du hast doch selbst gesagt, dass Speziesismus nur der Unterschied ist, dass wir quasi sagen, wir sind Menschen, also dass wir deswegen Menschen. Das war doch auch, als ich das Beispiel mit dem Käfer genannt hatte, hast du es doch so gesagt, dass Speziesismus nur Mensch und Tier, also Mensch und andere Spezies eben der Unterschied wäre. Ja, genau, ne? Wir machen den Unterschied in der Spezies, aber wir machen ja auch noch Unterschiede unter der Spezies selbst, ne? Indem wir die einen genau. Sklaven und die anderen nicht. Das ist ja auch noch der nächste wichtige Punkt dahinter. Und man hat dir doch bestimmt auch beigebracht, wenn du bei deiner Oma gewesen bist, dass du lieb zu den Tieren sein sollst und dass du die nicht hauen sollst oder wie auch immer. Vielleicht warst du noch ganz klein, weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall hat man dir gesagt, dass du lieb sein sollst zu den Tieren. Zumindest zu den ja, Haus. Ja, klar, ich meine. Genau, so heißt also, dir sagt man in dem einen Zug, sei lieb zum Hasen, sei lieb zu der Katze und dem Hund und gleichzeitig bekommst du Chicken Nuggets und einen Schnitzel auf dem Teller und noch ein Glas Milch dazu. Findest du nicht, dass das ein bisschen komisch ist, dass man dir erlaubt, die einen zu essen und bei den anderen aber sagt, hey, das machen wir aber hier nicht? Findest du das nicht ein bisschen komisch? Gut, da ist ja, denke ich, einfach so ein Ding, man sieht's nicht. Man kriegt es einfach auf den Teller und hat ein leckeres Essen. Ich weiß, das ist jetzt nein, das ist richtig. Sehr gefühlslos und so, aber so geht es wahrscheinlich vielen Menschen. Ich glaube, wenn viele Menschen das sehen würden, was da passiert, dann würden sie diese Tiere auch nicht mehr essen wollen. Ja, genau. Und deswegen bin ich da jetzt schon ziemlich hart runtergekommen, aber manchmal habe ich einfach noch Lust auf den Geschmack. Und ich meine, ganz ehrlich, meine Klasse würde mich mies verhauen, würde ich sagen, ich bin Veganer. Es ist ja nicht so, also was du gesagt hast, ist absolut richtig, ne? Der Grund, warum und wieso das so einfach den Menschen fällt, ist ja, weil sie das Tier nicht sehen, sondern sie sehen einfach nur das endfertige Produkt, was daraus resultiert. Und wenn diese Schlachthäuser draußen stehen würden, mittendrin bei uns irgendwo in der Gegend, wo du auch direkt hingehen kannst und das wäre alles aus Glas, dann würden sehr viele Menschen die Tiere in Ruhe lassen und sehr viele Menschen wären inzwischen vegan. Im besten Fall hat man auch gleichzeitig die Hühner und die Milchindustrie daneben, ebenfalls gläsern, damit die Menschen nämlich dann auch nicht erst vegetarisch werden, weil sie denken, nee, töten finde ich nicht in Ordnung, sondern das ganze grausame, brutale Geschäft sehen, was mit den Tieren gemacht wird. Und der Grund, warum wir vegan geworden sind, ist nicht der, weil wir gesagt haben, mir schmeckt kein Schnitzel und ich finde Eier doof und Milch, nee, vertrag ich sowieso nicht, sondern das ist der, weil wenn wir uns für etwas zu essen entscheiden oder für Kleidung entscheiden, wo ein Tier mit zu tun hatte, dann bedeutet das, dass da jemand gelitten hat und am Ende des Tages gestorben ist, früher oder später. So, ne? Du musst ja nur einmal durch den Supermarkt gehen, Fleischtheke, Wursttheke, Käsetheke. Da sieht man nur die Packungen, die Bärchenwurst und ist alles schön allen drum dran. Aber wenn man sich mal zurück in Erinnerung ruft, was das eigentlich bedeutet, was da rumsteht, dann ist da sehr viel Tod und Leid. Und wenn du das nicht in Ordnung gefunden hast, als du beim Bauernhof gewesen bist, dann solltest du
vielleicht nochmal das verinnerlichen und nochmal darüber nachdenken und versuchen, nicht mehr zu verdrängen, was es bedeutet, wenn du eben nicht vegan wirst. Weil, wenn du dir sagst, ja, weil das ist ja nicht so schlimm, weil das sind ja, die sind ja da glücklich und so, ne, dann kann man das ja machen. Rede dir nicht ein, dass die da glücklich sind, denn die sind nicht glücklich. Wenn es morgen warm ist, kannst du zum See, du kannst ins Schwimmbad gehen. Die hocken da und warten nur darauf, dass man sagt, du bist reif. Dich töten wir jetzt. Dass sie damals zwischendurch auf einer Wiese rumgegrast haben und vielleicht ein Jahr leben durften, das ist doch kein, das kann man nicht als Leben betiteln. Es gibt kein Fleisch von glücklichen Tieren. Es gibt nur Fleisch von toten Tieren. Und deswegen müssen wir die Tiere respektieren. Wir sind an der Spitze der Nahrungskette, wir sind in der Waffengewalt, wir sind stärker. Durch unsere Intelligenz können wir Werkzeuge bauen, Maschinenpistolen, Piu-Piu, allem drum und dran. Aber wir haben eine Verantwortung mit der Stärke, die wir haben, und zwar eben die Schwächeren zu schützen. Und wenn du selber nicht eine Sekunde mit diesen Tieren deinen Platz eintauschen würdest in deinem kuscheligen, beschützten Bett, dann sorg doch bitte auch nicht dafür, dass diese Tiere zur Schlachtbank geschickt werden. So. Ja, okay, ich wollte nur mal kurz zurückgreifen, weil deine Schwester dir jetzt hier in Debatteninfos diese Statistiken reingeschickt. Also, das ist krasser, als ich gedacht hätte. Also, quasi bei der besten Stufe sind es immer noch 14 Tiere pro Quadratmeter. Also, das ist schon Die eine harte krasse Realität. Grafik, also Ja. ich habe eigentlich gedacht, Kang, die kriegen ein bisschen besseren Auslauf oder so, aber das sieht Weißt du, ziemlich was mies am aus. Ende? Weißt du, was am Ende ist es immer das Geld, was reinkommt. Es sind für die Menschen, die das Klar. konsumieren, Geldmaschinen. Es geht halt Deswegen einfach werden darum, sie. Geld zu verdienen. Das ist. Und deswegen geht man halt ziemlich scheiße mit den Tieren um. Ja, gut, das ist. Natürlich immer erstmal so gesehen ziemlich blöd, aber ich finde halt irgendwie irgendwas Tierisches irgendwie immer nach einer gewissen Zeit sollte mal in Ordnung sein, weil im Prinzip würden ja auch irgendein Wolf immer mal wieder ein Schaf auffressen und eine Schlange isst immer mal wieder was. Bloß was ich nicht in Ordnung finde, ist jeden Tag irgendwie zu McDonald's gehen oder jeden Tag beim Schlachter irgendwas holen. Weil das bestimmt kein Fleischkonsum ist, den irgendeine andere Spezies auf der Welt so wirklich so hart und so durchdringlich macht und eben auch nicht mit so viel Leid. Schau, ich habe dir doch eben gerade erklärt Also du gehabt, hast dass der gerade Grund, warum gesagt. und wieso, wieso ich dir nicht wehtue, nicht der ist, nur weil du ein Menschenkind bist, sondern weil ich stärker bin als du. Denkst du, es ist fair zu sagen, heute habe ich einen Tag, heute mache ich keine Ausnahme, heute werde ich vegan sein, heute werde ich die Menschen beschützen. Heißt also, ich gehe jetzt an dem Haus von deinem besten Freund vorbei oder deiner besten Freundin und sage, heute mache ich das nicht. Und dann gehe ich am Morgen, den nächsten Tag, an deinem Haus vorbei und sage, aber heute mache ich eine Ausnahme und dann tue ich dir weh. Ist das gerechtfertigt? Nee, ist es nicht. Du hast die Möglichkeit, das Leid komplett zu vermeiden. Ist es nicht richtig, eine Ausnahme mit Gewalt zu machen? Das musst du dir ganz klar sagen, was man da macht. Du sag nicht, ich kann mal eine Ja, Ausnahme machen warum und mal einen gibt es Schnitzel essen. Natur? Sag dir nicht, ich mache mal eine Ausnahme und esse einen Schnitzel oder trinke ein Glas Milch oder was auch immer mit tierischen Produkten zu tun hat, sondern benenne es, auch wenn es nicht schön ist und auch wenn es sehr brutal klingt, aber es ist eben die Wahrheit. Benenne es bei der Wahrheit, auf was genau du an diesem Tag nicht verzichten möchtest. Ich verzichte heute nicht auf Gewalt gegenüber den Tieren. Ich werde heute nicht nett zu den Tieren sein. Und dann klingt das alles ganz anders als, ja, ich habe aber heute mal Lust auf Salami gehabt. Versuch nicht die Bedeutung hinter diesem Leben zu sehen, was bei diesem Produkt steht. Hol dir immer wieder in Erinnerung, dass dort ein Lebewesen ist. Und wenn du ein Lebewesen einmal getötet hast, dann kommt das nicht wieder. Das spawnt dann nicht irgendwo wie in Minecraft oder sonst irgendwo. Es ist kein Computerspiel. PC ist aus und das Ding ist weg. Und du machst den PC wieder an und dann ist wieder alles da. Ne? Wenn einmal was weg ist, dann kommt das nie wieder zurück. Und deswegen müssen wir sehr, sehr sorgfältig mit den Dingen
umgehen, die Leben beinhalten. Verstehst du das? Ja, aber trotzdem, also wieso dürfen andere Tiere in der Natur was töten? Guck mal, die Tiere, ich kann jetzt mit meinem Kater nicht das Gespräch führen wie mit dir. Ich kann jetzt nicht sagen, hey, hör mal zu, nächste Mal, wenn hier mal so eine Motte vorbeifliegt, dann mach das mal nicht, ne? Ist nicht nett so, ich weiß da nicht, wie viel die fühlt oder so, aber toll ist es halt trotzdem nicht. Und es muss halt auch nicht sein. Und dann kommt der und sagt, okay, kein Problem, mach ich. So, der handelt nach seinem... Ja, aber wieso hältst du dir dann Kater? Ja. Dann trägst du ja dazu bei, dass dieser Kater halt irgendwann eine Maus abschlachtet und damit dann auch zu Tierleid quasi. Das stimmt, meine Katzen sind jetzt aber allerdings schon 10 Jahre alt, heißt also, ich habe die jetzt schon ein bisschen länger. Und wenn ich die jetzt nicht mehr haben würde, ja, was soll ich machen? Ich kann die sie aus der Wohnung rausschmeißen, dann sterben die draußen auf der Straße, töten vorher noch ein paar Tiere. Und dementsprechend halte ich diese Katzen bei mir, ernähre sie rein pflanzlich, achte darauf, dass dadurch wenigstens kein Tier zu Schaden kommt. Und wenn irgendwo hier irgendwas rumfliegt, wie eine Motte oder ähnliches, dann schnappe ich mir das und lasse es frei. Wenn mal hier was reinfliegt, das ist eine Seltenheit von... Keine Ahnung, alle halbe Jahre fliegt hier mal eine Motte rein oder so. Und der Unterschied zwischen meinem Kater und dir ist ja auch obvious, dass ich mit dir ein Gespräch führen kann. Und wenn ich zu dir sage, hey, findest du es in Ordnung, wenn ich meiner Katze jetzt einen Stein auf den Kopf knalle, dann kannst du darüber nachdenken, ist das in Ordnung oder ist das nicht? Und dann fängt ein Denkprozess an. Diesen Denkprozess haben Tiere nicht. Die handeln nach Instinkt. Und das ist der Unterschied. Dürfen tun die das auch nicht, aber sie haben nicht das moralische Verständnis, wie wir eben, um das zu reflektieren, was sie da machen. Sie machen es einfach. Also sei nicht so ein NPC und mach einfach, sondern bedenke vorher und reflektiere dein Verhalten, bevor du ins Handeln umgehst. Weil eine Handlung kannst du nicht rückgängig machen. Zumindest nicht alle Handlungen. Wenn wir jetzt über den Veganismus reden. Okay, aber würdest du sagen, es ist in Ordnung jetzt noch, sich ein Tier zu holen, also eine Katze oder so? Wenn du die Katze aus einem Tierheim holst, wo sie nicht gezüchtet worden ist, ne, das ist ja quasi nichts anderes als ein Heim für Tiere, du die dann nach Hause holst und sie rein pflanzlich ernährst, dann ist es in Ordnung, weil du dann nichts anderes aber machst. Aber darf ich die dann nicht mehr rauslassen, oder wie? Ich würde... Oh, das ist eine gute Frage. So, ich persönlich würde sagen, nein, rauslassen ist nicht, weil die Gefahr ist halt sehr hoch, dass sie eine Maus, einen Vogel oder was auch immer tötet. So. Ja, aber dann können wir alle einfach unser Leben abbrechen. Dann können wir die ganze Erde mit Atombomben zuballern, dann stirbt nie wieder jemand. Ja, aber das geht ja einfach nicht, weil alles Leben baut ja darauf. Das mit der Katze ist nochmal ein Stückchen was anderes, ne? Also es ist ein Unterschied, ob ich mir jetzt tatsächlich ein karnivores Tier nach Hause hole und aktiv dafür sorge, dass es rausgeht und tötet, oder ob ich mir jetzt ein Häschen hole, was definitiv die ganze Zeit nichts anderes macht, außer Grünzeug zu essen, weil es eben ein herbivores Tier ist. So, es ist halt eine Sache, der man sich bewusst sein sollte. Entweder sorgt man dafür, dass man ein Gehege hat, wo die Tiere sicher sind, beide, oder man holt sich eben keine Fellnase nach Hause. So. Okay, aber also, weil zum Beispiel diese Katze von meiner Oma, die bringt eigentlich fast regelmäßig Mäuse, aber also... Muss ich jetzt diese Katze irgendwie drin halten, weil sie das macht, wozu sie eben einfach geboren ist, wozu sie, weil man muss ja sagen, das Einzige, was Tiere quasi, der wichtigste Instinkt von Tieren ist Überleben. Und normalerweise haben sie halt auch den Instinkt, Überleben gleich fressen. Das heißt, sie müssen irgendwas essen und am effizientesten funktioniert das bei denen halt. Darauf ist ihr Körper gebaut. Darauf sind sie ausgerichtet, eben Mäuse zu fangen oder andere Tiere zu töten. Ich kann ja nur sagen, was ich eben gerade schon gesagt habe, ne? Also Tiere handeln nach Instinkt, mit denen kannst du keine moralische Unterhaltung führen, dementsprechend können sie ihr Verhalten nicht ändern. Ist es deswegen richtig, dass sie das tun, was sie tun? Nee, ist es nicht. Und dementsprechend, ja. Aber das mit den Tieren, mit den Karnivoren-Tieren,
ist das eine Sache, ich glaube, es ist erstmal wichtig, ein Problem nach den anderen zu lösen und sich erstmal um diejenigen Gedanken zu machen, mit denen man reden kann und die dann ihre Lebensweise ändern können, weil die auch die Möglichkeit da haben, zu einem Supermarkt zu gehen, um sich dann dort ihr Essen zu holen, als sich darüber Gedanken zu machen, ja, aber die Tiere sind ja auch nicht alle jetzt vegan und hören auf, da zu töten, also kann ich ja auch weitermachen. Da machen wir einen ganz großen Schnitt und machen da ein Ende, weil das halt nicht, nee, so. Du musst dir nicht die Sorgen darüber machen, was in 20.000 Jahren passiert, wenn du noch überhaupt gar nicht auf dem Weg bist zu diesem Step, so. Immer einen Punkt nach dem anderen. Und was wir ändern können, was wir jetzt sofort ändern könnten, wenn du dich dazu entscheidest, ist eben aktiv dieses Leid vermeiden durch den Kauf im Supermarkt. Heißt also in dem Sinne, durch den Kauf von deiner Familie. Heißt also, ne, so. Wenn du jetzt allein leben würdest, dann könntest du ja selber entscheiden, was du einkaufst. Du lebst auch zu Hause. Mama, Papa, Familie kümmert sich um dich und dementsprechend sind sie diejenigen, die für dich Essen kaufen. Mit denen müsstest du dann dich auseinandersetzen, mit denen reden und denen das in Anführungsstrichen erklären. Im besten Fall unterstützen dich deine Eltern darin, vielleicht machen sie sogar mit und sorgen dann dafür, dass für dich keine Bärchenwurst mehr gekauft wird, sondern vielleicht die vegane Schnittwurst von XYZ. Übrigens genauso schmeckt wie Schinken, Spicker oder andere Wurstsorten. Genauso wie veganer Käse, etc. Und dann könntest du dir anschließend Gedanken darüber machen, wenn du schon diese gute Tat angefangen hast zu beginnen, wie du dich effizient für weiteres Gutes einsetzen kannst, wie zum Beispiel XYZ. Ach so, und ich wollte jetzt noch ganz kurz. Also, wie weit ist es in Ordnung, mit veganen Aktivismus zu gehen, so aus eurer Sicht? Wie weit kann man da gehen, wirklich mit Aktivismus für dieses Vegane? Findet ihr so Zeug wie zum Beispiel die Willitante Veganerin, dass die in McDonald's läuft und auf einmal sehen irgendwelche 5-jährigen Kinder Bilder von einer Kuh, die halb am Verbluten ist oder so? Findet ihr sowas moralisch vertretbar? Ich würde sagen, dass der Aktivismus, egal wie er geführt wird, immer wichtig und richtig ist, mit der Grundlage, dass niemand verletzt wird und mit der Grundlage, dass man sich an die Gesetze hält. Und da ist der Schwerpunkt Sachbeschädigung und andere Sachen. So, ne? Und auch natürlich sowas wie Drohung. Das hatte ich vorhin auch schon gehört gehabt von einem der Member, die nach oben auf die Stage gekommen sind. Dass dann die Leute bedroht werden, du bist nicht vegan, wenn du nicht vegan wirst, dann pass aber mal auf, dann passiert dir was. Und du wirst deines Lebens nicht mehr froh. Das ist ein Schritt, der geht zu weit. Es ist wichtig und richtig, sich für den Aktivismus einzusetzen. Und es ist nicht okay, nicht vegan zu sein, denn nicht vegan zu sein bedeutet, dass man für Gewalt verantwortlich ist, die nicht sein muss und die alles andere als schön ist. Die wir auch alle eigentlich gar nicht wollen, für die wir einfach nur sehr viele Ausreden finden, um es eben nicht zu tun und anderen Menschen aufzuklären und ihnen das Thema nahezubringen, kann auf unterschiedlichste Art und Weisen stattfinden. Meine Taktik ist, ein angenehmes Gesprächsklima, eine ordentliche Hygiene, ne, saubere Unterhaltung, eine respektvolle, Fakten aufweisen, ein bisschen mit Zahlen umschmeißen, damit die Leute mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Und erst ganz zum Schluss, wenn es gar nicht geht, werde ich ein bisschen ruppiger in meinem Umgangston. Aber das passiert so selten. Bevor das passiert, breche ich die meisten Gespräche ab. Es wären nicht alle Menschen vegan. Man kann nicht alle Menschen dazu bewegen. Es gibt auch jetzt sehr viele Menschen, die sehr Böses tun, obwohl wir Gesetze haben. Das ist eine Sache, mit der muss man eben rechnen. Aber man sollte halt trotzdem versuchen, jeden Menschen zu erreichen, auch Kinder. So, ne? Heißt also dementsprechend auch dich, weil
du natürlich unsere, in Anführungsstrichen, Zukunft bist. Und wir möchten unsere Zukunft nicht mit Blut gestalten, sondern natürlich im besten Fall blumig, schön, kuschelig, in Frieden. Und man muss keine Angst haben, rauszugehen, weil einem einer an die Kehle will. Ganz egal, ob du Hörner hast, ob du ein Schwänzchen hinten hast oder ob du Pelz trägst. Ja, also da muss ich auch sagen, ich finde das echt toll, wie ihr das macht, weil das hier ist nicht irgendwie, dass ihr auf einer Straße steht und einfach Leute anbabbelt, sondern hier zu euch, es kann einfach jeder kommen, kann seine Sache sagen, die er sagen will, und ihr antwortet einfach und ihr redet schön respektvoll mit dem. Also das finde ich echt toll, wie ihr das macht einfach, dass ihr halt eure Meinung so auf so eine schöne, friedvolle, respektvolle Art verbreitet. Das ist halt wichtig, ne? Weil ansonsten, wenn, ich denke mir, wenn ich das anders machen würde, vielleicht würde es dann wiederum auch andere Menschen erreichen, die ich mit meiner netten Art nicht erreiche. Aber im Nachhinein, wenn du nicht anspringst auf ich schreie, dann werden wir keine Unterhaltung führen. Heißt also, ist das eine Grundvoraussetzung, dass man genauso, ne, stufenweise anfängt, langsam nach oben sich zu arbeiten. Und wenn du nett bist und freundlich und respektvoll bist, dann hast du immer eine Grundbasis und die ist wichtig. Und denk nicht, dass das, was immer alles in TikTok und Instagram und allem drum dran und überall gezeigt wird, dass da der Straßenaktivismus immer so dargestellt wird, dass wir auf die Straße gehen und die Leute anschreien und dann hinterherlaufen. Wichtig bei den meisten Menschen, bei den sehr vielen meisten, die Aktivismus machen im Veganismus, ist es so, wenn du dich aufklären lassen möchtest, wenn du Interesse zeigst, dann stehe ich hier. Entweder stehe ich hier oder ich sitze hier gerade, wie auch immer. Aber viele denken immer, dass sie gezwungen werden, dass sie penetrant sind, dass sie rumschreien, dass sie belästigt werden. Aber die Leute, die mit dem Bildschirm in der Straße, auf der Straße stehen, in der Stadt stehen, wenn du zu ihnen kommst und dir das anschaust, dann wird immer jemand sehr nett und sehr höflich zu dir kommen und dich fragen, hey, wie sieht's aus? Möchtest du dich darüber unterhalten, was du hier gerade siehst? Und immer der Sache eine Chance geben. Niemals so engstirnig sein und sagen, ich habe das und das schon gesehen und die sind bestimmt alle voll gemein, sondern gib jedem Menschen eine faire Chance, gib jedem Menschen einen Vertrauensbonus und taste dich langsam ran. Und wenn du denjenigen nicht magst oder das nicht funktioniert und du merkst, er ist nicht nett zu dir, dann gehst du weg. Und wenn du merkst, es ist in Ordnung und du fühlst dich wohl in der Unterhaltung, dann kannst du ja bleiben und weiter zuhören. Weil im Nachhinein, was hast du verloren, wenn du, ne? Ein bisschen Zeit, ja, genau. Im Nachhinein, ne? Ja. Aber es gibt halt noch ein großes Problem mit dem Vegan-Sein. Mhm. Ich glaube, meine ganze Klasse würde mich hassen, weil wir hatten auch mal ein Mädchen, das ist vegan geworden. Wir hatten. Ja. Die hat die Schule gewechselt. Oh. Ich hatte... Brauche ich eigentlich, dass das passieren muss? Es ist traurig, ne? Also ich hatte schon mal letztens jemanden gehabt, mit dem ich gesprochen habe. Und es war auch ein Schüler und da hat er erzählt gehabt, dass er vegan ist, genauso wie seine gesamte Klasse, also eine ganze Stufe war vegan, weil die sich nämlich zusammen mit dem Lehrer ein Video angeschaut hatten über den Veganismus. Es war ein gutes Video, also nicht so ein, auch die Brutalen sind gute, ne? Aber es war altersgerecht, es war ein Aufklärungsvideo und nicht sowas wie, wo die Tiere alle abschlachten, ne? Keine schlimmen Bilder oder so, nichts Erschreckendes. Und dann sind die alle vegan geworden. So, es wäre schön, wenn das eine Klasse machen würde. Es ist traurig, dass sie es nicht tun. Ja, was soll man dazu sagen? Für was würden sie dich hassen? Im Nachhinein würden sie dich ja dann dafür hassen, dass du keine Gewalt ausübst. So, ist schon traurig. Was man machen kann, ist, du musst es ihnen nicht sagen. Ne? Du kannst dich selbst in Schutz wiegen, indem du es ihnen einfach nicht sagst und dich so ein bisschen da rausnimmst. Und dich dann da halt so ein bisschen in Sicherheit wiegen. Aber du wirst ja bestimmt auch mit mir einer Meinung sein, dass wenn ich sage, okay, hör mal zu, wir haben da jetzt eine Menschenmenge von, ich sag mal, 100 Leuten plus hier, heißt also 99 andere und du alleine
Und die rennen jetzt da alle zu jemanden und wollen den zusammenhauen. Machst du mit, nur weil die anderen das auch machen? Nee, machst du natürlich nicht. Du hast doch einen eigenen Kopf und kannst das überdenken. Und wenn du die Möglichkeit hast, du rennst da mit oder du gehst da einfach weg von, dann gehst du natürlich den Weg und sagst, nee, ich will damit nichts zu tun haben, ich gehe. So, dass es nicht so einfach Ja, dann ist, sind das meine weiß ich Eltern auch natürlich. halt auch. Aber nur weil andere das doof finden, daran solltest du dich nicht orientieren, ne? Also vor allem nicht, wenn es um etwas geht, wie jetzt nicht nur den Veganismus, sondern wenn es darum geht, jemand anderem nicht weh zu tun. Wenn das jemand doof findet, dann ist derjenige selber doof und hat noch einen ziemlich schwierigen Weg vor sich, den du dann schon geschafft hast. Aber lass dich nicht von jemand anderem aufhalten, das Richtige zu tun. Das wäre traurig. Ja, ich weiß, aber irgendwie, also, es ist halt so dieses, sie sehen das so auf TikTok, dass, weil das hat mit der militanten Veganerin angefangen. Die war halt sehr böse zu den Menschen. Dann kamen irgendwelche großen TikToker, die gesagt haben, das ist schlecht. Und dann kommt meine mies leicht beeinflussbare Klasse und sagt dann, ey, der TikToker sagt das, also sage ich jetzt auch, vegan ist schlecht. Hey, warte mal, wollen wir nicht einfach das vegane Kind verschlagen? Yay. Und davor habe ich halt Angst. Und ich meine, ganz ehrlich, da muss ich einfach sagen, bin ich egoistisch. Lieber wird irgendein Tier getötet, anstatt dass ich verschlagen werde, weil ich vegan bin. Dann hast du halt immer noch die Möglichkeit, Ja. dich halt davon fernzuhalten, indem du es ihnen einfach nicht sagst. Ja, nicht so, als würdet ihr tagtäglich miteinander irgendwie eure Kühlschränke durchgehen und die Ersatzprodukte sehen zufälligerweise genauso aus wie die mit tierischen Bestandteilen. Käse zum Beispiel sieht Tierischen Produkt. original aus, ne? Gouda-Käse sieht original aus wie mein Gouda-Käse. Und die Schinkenspickerwurst von Rügenwalder sieht original genauso aus wie die tierische Schinkenspicker. Und dementsprechend kann man sich da so ein bisschen rausmogeln. Es wäre natürlich viel schöner, wenn du sagen würdest, hey, ich bin vegan und ich stehe dazu und das ist richtig. Und wenn ihr darüber reden möchtet, dann könnt ihr gerne Fragen stellen. Ansonsten gehe ich euch nicht auf den Sack, also geht mir nicht auf den Sack. Dass sie dann so unreflektiert sind und meine Scheiße zu bauen und dich dann damit ärgern würden, ist natürlich nicht schön. Aber ja, ne? Deswegen Ja. hast du da nochmal so die Möglichkeit. Und was ich dir halt auch anbieten kann, wenn du dir darum Sorgen machst, ist jetzt gerade nicht mehr da, aber wir haben hier sehr viele Jugendliche. Also du bist nicht der einzige 13-Jährige hier. Wir haben ja sehr viele junge Buben und Mädels und die können dir vielleicht nochmal einen anderen Tipp geben, nochmal sagen, wie die das gemacht haben, damit du dir da vielleicht nochmal so ein bisschen die Sicherheit geben kannst, dass das nicht aufhalten muss, was du dann machen möchtest. Nämlich das Richtige. Okay. Ja, also ich würde jetzt einfach mal gehen, weil es gibt, glaube ich, noch andere, die halt, denke ich, was sagen wollen. Ich wollte noch sagen, also der war auch schon vorhin drin, ich würde Ferro dran nehmen, weil der hat schon vorhin mal, der wurde nicht drangenommen. Und der war jetzt auch, der hat geschrieben hat, ich soll mal aufhören. Nachfragen. Also der war schon vorhin drin mit. Da wurde er nie dran genommen, also keine Ahnung, wäre so ein Ding von mir. Also danke für das Gespräch, war echt nett mit euch. Dankeschön. Wenn was sein sollte, dann zögern nicht, zu uns zurückzukommen und nutzt die Angebote, ne? Jo. Hi, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Ich euch auch. Jups.